Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf endete mit einem Sieg von Dieter Thoma. Am Neujahrstag wird die Tournee in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt. Das war der schönste Gang für Dieter Thoma bei seinem insgesamt dritten Sieg in Oberstdorf an der Schattenberg-Schanze nach zwei wirklich guten Sprüngen. 120,5 Metern folgten 122. Damit sprang er von Platz 3 auf Platz 1 nach vorne vor 25.000 begeisterten Zuschauern. Vor so viele Zuschauer und so. Und, es ist immer eine heikle Sache. Gerade in einheimische Feld möchte man natürlich nicht abstinken. Und ich glaube, heute war ich auch der glückliche Sieger. Ich habe im zweiten Durchgang aber viel riskiert mit dem Telemark und weil es war sehr glatt. Nach einem spannenden K.O.-Springen im ersten Durchgang stellte der junge Norweger Brenden, der Zweiter werden sollte, mit 125 Metern den Schanzenrekord ein. Der mit 0,4 Punkten denkbar knappe Sieg Thomas kam dank der besseren Landung, der besseren Noten zustande. In seinem Schatten sprangen insgesamt 5 Deutsche unter die ersten 20. Hans-Jörg Jeckler als Zweitbester war Achter.